Ja. Sammy. Schön, dass du hier bist. Setz dich, mein Freund. Magst du einen Tee trinken? Gerne. Ach, die Kinder sind so süß, nicht wahr? Mit ihnen zu arbeiten ist etwas sehr, sehr Besonderes. Sie schenken einem Lebensenergie jeden Tag aufs Neue. Das ist wirklich so. Und dich haben sie besonders gern. Hast dich schnell beliebt gemacht, ha? Oh. Ich hab sie auch sehr gern. Weißt du, Sam, für die Kinder ist Liebe das Wichtigste. Wenn man bedenkt, was sie alles in ihrem Leben schon durchmachen mussten, wird einem klar, dass der einzige Hafen, den sie anstreben wollen, der Liebe ist. Und das hast du verstanden. Leider stimmt das, dass die kleinen, empfindlichen Herzen so viel Unbarmherzigkeit ertragen mussten. Das ist sehr traurig. Das erinnert dich an deine Kindheit, nicht wahr? Hm? Ich hatte die Fenster im Spielzimmer geöffnet, um zu lüften. Es ist bestimmt kalt geworden. Ich gehe sie am besten kurz schließen. Aber wir sind noch nicht fertig, Sam. Du hast uns angelogen. Angelogen? Was wollen Sie damit sagen? Ich verstehe das nicht. Oh, ich glaube schon, dass du es verstanden hast. Nein, habe ich nicht. Du kommst in unseren Verein und dringst Stück für Stück immer weiter an uns ran. Du spionierst uns aus, Sam. Spionieren? Warum sollte ich sowas tun? Für wen? Spiel mir nicht den Dummen. Wie den Dummen spielen? Was soll das jetzt? Für wen arbeitest du, Sam? Ich arbeite für niemanden. Was soll der Unsinn? Bis du mir die Wahrheit sagst und für wen du arbeitest, werden wir noch etwas Zeit miteinander verbringen, Samilein. Guck mal, ich sage doch die Wahrheit. Es liegt ein Missverständnis vor. Bitte. Glauben Sie mir. Was, wenn ich es nicht sage? Willst du mich dann umbringen? Hä? Und was machen dann die Leute, für die ich arbeite, mit dir? Hast du schon mal dran gedacht? Karl? Okay. Also doch auf die harte Art und Weise, ha? Huh?